Herzlich willkommen im Handelsblatt News Studio. Heute zu Gast Aviation Event hier bei der Handelsblatt Media Group und eben auch bei der Wirtschaftswoche. Und ich begrüße neben mir den Wirtschaftswoche Aviation Spezialisten Rüdiger Kiani-Kress. Herzlich willkommen. Hallo. Und ja, die Frage, die sich in diesen Tagen, zumindest was den deutschen Luftverkehrsmarkt betrifft, ist natürlich Condor. Mhm. Condor wurde übernommen von der staatlichen polnischen Fluggesellschaft LOT, dahinter steht die staatliche Firma PGL. Und die Frage dazu ist, oder die beiden Fragen sind, wie wird sich das Geschäftsmodell der Condor möglicherweise entwickeln? Wir reden hier von sehr alten Flugzeugen, die wohl dringend aus wirtschaftlichen und aus ökologischen Gründen ersetzt werden müssen. Also viele Investitionen sind notwendig. Und zum Zweiten, direkte Frage, gefällt der Lufthansa dieser Deal, sozusagen die LOT direkt vor der Haustür in Frankfurt? Was es für die Condor heißt, werden wir sehen. Es kommt darauf an, wie wird der neue Eigentümer sie einsetzen wollen. Und das hängt auch davon ab, wie entwickelt sich so der Rest des Marktes. Da gibt es ja einige Veränderungen. Die TUI fliegt jetzt auch Langstrecke aus Deutschland raus. Lufthansa baut das touristische Geschäft über die Eurowings auf. Da wird sich noch einiges tun. Die Pläne sind ja eher, auch die Condor ab osteuropäischen Zielen fliegen zu lassen. Mhm. Aber auch dazu werden sie neue Flugzeuge brauchen. Genau. Das kostet einige Milliarden, selbst wenn man es liest, wird es eben sich in höheren Kosten niederschlagen. Und da wird es drauf ankommen, wie hat Ralf Teckentrup als Condor-Chef das im Griff, um das eben wettbewerbsfähig zu halten. Die Lufthansa ist natürlich der wichtigste Gegenspieler jetzt bei der Condor. Die mit Eurowings? Mit Eurowings und ihren Marken. Da ist auch das große Wachstumsfeld ist nicht mehr der Geschäftsreiseverkehr, sondern der Urlaubsverkehr. Das heißt, die kommen eigentlich gegeneinander. Aber wenn natürlich jetzt die Condor mehr unter der Herrschaft von LOT steht und mehr in Osteuropa fliegt, werden die sich ein bisschen voneinander entwickeln. Und das könnte also ganz gut sein und eben auch der Condor helfen, weil dann die Konkurrenzsituation nicht so stark ist. Herzlichen Dank für die Einschätzung. Bitte.